Herzlich willkommen zu unserem kleinen Lernvideo. Max und ich stellen euch heute im Rahmen des Moduls Logistische Systeme und Materialfluss folgende Themenschwerpunkte vor. Logistiksystemelemente im Unternehmen, Produktions- und Beschaffungssysteme, Distributions- und Verpackungssysteme sowie Entsorgungs- und Verkehrssysteme. Zunächst gibt euch Max eine kleine Einführung in die Logistik, dann gehen wir kurz auf die logistischen Systemelemente im Unternehmen ein und im Anschluss zeigen wir unsere Fragestellungen auf, damit ihr wisst, worum es eigentlich geht. Im Weiteren gehen wir auf die in der Überschrift genannten Systemelemente ein und widmen uns zu guter Letzt unseren Forschungsfragen und geben einen kleinen Ausblick zum Schluss. Danke für die Einleitung, Carla. Ich fange dann einmal an mit der Einführung in die Logistik. Dabei haben wir uns vier, so wie wir finden, ausschlaggebende Meilensteine in der Entwicklung der Logistik herausgesucht, die zur heutigen Infrastruktur beigetragen haben. Dies fängt einmal zeitpunktmäßig um Christi an mit dem Aquädukt, was von den Römern gebaut wurde, um Wasser zu transportieren. Dieses wurde sozusagen in der obersten Bahn, wie auf dem Bild zu sehen ist, mit einer Steigung von 0,04% von A nach B transportiert und erfüllt somit auch eines der sechs R's der Logistik, nämlich die richtige Ware zum richtigen Ort zu bringen, in diesem Fall das Wasser. Weiter ging es dann mit der Seidenstraße im 13. und 14. Jahrhundert, welche über den Landweg von China aufs europäische Festland Seide und andere Güter transportiert hat. Heute kommt die Relevanz der Seidenstraße wieder auf durch die Handelskriege oder Handelshemmungen, die Amerika gegen China ausspricht, wenn diese über das Gewässer oder über die See ihre Güter nach Europa bringen. Daher hat die Seidenstraße heute wieder Relevanz und wird weiter ausgebaut oder reaktiviert, um die Ware über den Landweg nach Europa zu bringen und Handelskriegen aus dem Weg zu gehen. Dann der Bau der Autobahn in Deutschland im Jahr 1933, damals noch als Bau der Deutschen Reichsautobahn. Diese hatte damals den Sinn und Zweck, die Truppen und Güter und Kriegsgüter möglichst schnell von A nach B und Truppenverlagerung zu verschiedenen Standorten zu ermöglichen. Und noch heute profitieren wir von diesem grundlegenden Infrastruktur der Logistik innerhalb Deutschlands, welche halt auch somit den LKW zu einem der führenden Transportmedien gemacht hat, aufgrund seiner Unabhängigkeit und des weitgebundenen Straßennetzes, auf dem dieser ungebunden verkehren kann. Dann kam 1955 durch Herrn Lien die Normung des 1000 Food Äquivalent, also die Normung des Metallcontainers, der auf Hochseeschiffen und Containerschiffen verwendet wird, um Ware über das Meer oder die See zu den verschiedenen Kontinenten zu bringen. Durch die Normung dieses Containers wurde die ganze Entwicklung der Globalisierung und des globalen Handels noch einmal befeuert. Dann noch einmal zum grundsätzlichen Verständnis, was ein System ist, da wir uns ja auch mit den logistischen Systemelementen in einem Unternehmen befinden. Ein System ist die Gesamtheit von aufeinander bezogener und voneinander abhängiger Elemente, somit das Verzahnen der verschiedenen Komponenten, die im Folgenden erklärt werden und voneinander abhängig sind. So, jetzt nun ein etwas tieferer Einblick in unser Thema, einmal die logistischen Systemelemente im Unternehmen. Dazu ein Organigramm von Pohl, in dem dieses sehr anschaulich beschrieben wird. Grundsätzlich verläuft die Kette von rechts nach links. Es fängt an mit dem Beschaffungssystem, welche dann zwischengelagert werden, um weiter durch Produktionssysteme verarbeitet zu werden, wieder zwischengelagert werden, um dann über das Distributionssystem verteilt zu werden. Während dieser ganzen Kette findet ein durchgängiger Informationsfluss statt und gleichzeitig auch wiederholt werden die Verpackungssysteme in Anspruch genommen. Dann finden
Verkehrssysteme in Anspruch, die halt einmal bei der Beschaffung eine wichtige Rolle spielen und natürlich bei der Distribution. Und während des Prozesses finden auch Entsorgungsprozesse statt, da ja bei jedem Verkehrssystem eine Nacharbeit oder Weiterverarbeitung erfolgt, somit ein Gut entpackt werden muss und danach wieder verpackt werden muss und diese Verpackung entsorgt werden muss. Dies noch einmal kurz veranschaulicht an der Herstellung eines Automobils. Nehmen wir beispielsweise eine Tür, die einmal über ein Beschaffungssystem, über den LKW zum Werk gebracht wird, dort eingelagert wird, dann im Produktionssystem ans Auto angebracht wird. Die Verpackung von der Tür muss entsorgt werden. Das Auto ist fertig montiert, wird wieder zwischengelagert, wird verpackt und dann über das entsprechende Verkehrssystem in einem Distributionssystem zum gewünschten Endkunden oder gewünschten Autohaus gebracht. Ich komme jetzt nochmal zu unseren Forschungsfragen. Meine ist, wie setzt Amazon die Automatisierung in der Distributionslogistik um? Und Max beschäftigt sich mit der Frage, wie wird City-Logistik via Straßenbahnnetz zur Lösung des letzten Meile-Problems? Komme ich nun zu den Beschaffungssystemen. Beschaffungssysteme dienen in erster Linie der Versorgung eines Unternehmens mit Materialien und sorgt für den dazugehörigen unternehmensinternen und externen Informationsfluss, um das Unternehmen zielgerichtet auszustatten. Der Aufgabenbereich umfasst also die Planung, die Steuerung und Kontrolle des Material- und Informationsflusses. Bestmöglich geschieht das unter der Einhaltung der 7 Rs, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, zum richtigen Preis, in der richtigen Menge, beim richtigen Lieferanten, in der richtigen Qualität, in der richtigen Art. Außerdem zählt die Entgegennahme der Ware sowie die Überprüfung zum Aufgabenbereich dazu und wird je nach Bedarf halt, wenn ein Produkt eingelagert wird, auch die Lagerung sowie die Verwaltung des Lagers. Ja. Die Ziele sind heute eher strategisch aufgestellt, so dass die langfristige Aufgabe ist, die Leistung gegenüber den Kosten zu maximieren und die Leistung dabei zu steigern, sowie die Qualität zu erhöhen. Die damalige Beschaffung leitete sich aus der Absatz- und Produktionsplanung ab. So wie es bei den Zielen Unterschiede gibt, gibt es auch Unterschiede bei der Beschaffung von damals zu heute. Und zwar war es früher konventionell, dass ein angefordertes Gut von Lieferanten geprüft und eingelagert wurde, das wiederum durch einen Spediteur an das Lager des Abnehmers transportiert wurde, wo das Produkt einer weiteren Prüfung unterlaufen ist, denn Eingangsprüfung, und letztendlich bei Bedarf aus dem Lager entnommen wurde für die Produktion. Entgegen der Beschaffungsart steht die produktionssynchrone Beschaffung, bei der das Gut durch den Lieferanten geprüft wird und direkt an die Produktion des beschaffenden Unternehmens geliefert wird. Das bringt einige Vorteile mit sich. Zum einen sind die Kapitalbindungskosten sehr gering, sowie die Lagerkosten, und dabei kann flexibel auf die Kundenwünsche eingegangen werden. Und eine dauerhafte Lieferantenbeziehung wird gefördert, weil man sehr eng verzahnt miteinander arbeiten muss. Das birgt aber auch Risiken mit sich, bringt Risiken mit sich, da aufgrund der enormen Verzahnung und der hohen zeitlichen Gebundenheit eine hohe Störanfälligkeit gegeben ist und es zu sehr hohen Lieferfrequenzen kommt. Dann geht es einmal weiter mit den Produktionssystemen. An diese wird die Anforderung gestellt, sich an den Markt anzupassen und gesellschaftliche Veränderungen wiederzuspiegeln,
beziehungsweise diese auch als Produktionssystem im Ganzen aufzunehmen und zu verarbeiten. Ein Produktionssystem besteht aus verschiedenen Bestandteilen, die die Entwicklung und Produktion beinhalten, weiter die Arbeitsvorbereitung, die Fertigung, also der Prozess, in dem das Produkt entsteht, die Produktionsplanung, die im Vorhinein läuft, in der geplant wird, wie der Prozess abzulaufen hat, und der Einkauf, in dem die benötigten Bauteile beschaffen werden. Dann rechts einmal ein Ausblick auf das Forschungsprojekt RECAM von Bosch, bei dem einmal die Zeitersparnis, die Wandlungsfähigkeit, die hohe Produktvarianz und Plug and Produce erwähnt sind. Es kommt halt einmal zu einer Zeitersparnis, weil der modulare Aufbau durch ein einfaches Stecksystem wandlungsfähig ist und umgebaut werden kann und man durch diese schnelle Umsteckarbeit eine hohe Produktvarianz und Varianten auch herstellen kann, und somit sind diese einzelnen Bausteine auch nochmal untereinander vernetzt, was auch weiter die Automatisierung ermöglicht. Nach Dombrowski und Mielke wird dann noch einmal in ganzheitliche Produktionssysteme unterschieden, die die drei Hauptausprägungen Qualität, Zeit und Kosten haben und dem Ganzen untergeordnet, aber auch von Relevanz einmal die Gehälter, das natürlich den Angestellten eine angepasste Vergütung gezahlt wird, die Preise des Produktionssystems per se, also dass diese rentabel und dem Unternehmen keine zu hohen Mehrkosten verursachen, dann einmal die Gesundheit der Arbeitnehmer, dass auf ergonomische Bewegung geachtet wird, um möglichst gesunde Arbeitnehmer und möglichst gleichbleibende Qualität zu liefern. Weiter auch Bildung in Form von Fortbildungen, die den Mitarbeiter auch bei Umwandlungen oder neuen Produktionssystemen das mögliche und nötige Know-how mitgeben, um mit diesem umgehen zu können. Dazu auch die Arbeitszeit, dass diese flexibel ist und die Mitarbeiter in Rücksprachen eigenständig flexibel in der Kernarbeitszeit sind. Und eine Work-Life-Balance, die natürlich heute immer mehr von größerer Relevanz ist, um das Leben und die Arbeit in Einklang zu bringen. Kommen wir nun zu den Distributionssystemen. Distributionssysteme sind für jene Vorgänge verantwortlich, die zwischen Produktion und Vertrieb eines Unternehmens wirken. Sie bedienen dazu alle Lager-, Umschlags-, Transportprozesse von Gütern, von der Produktion bis zum Kunden, und das dementsprechende Aufgabenfeld erstreckt sich über Entscheidungs-, Informations- sowie Steuerungs- und Kontrolltätigkeiten und können in strategische, taktische und operative Bereiche eingegliedert werden. Die Belieferung erfolgt dann je nach derer Beschaffungsart. Der strategische Aufgabenbereich bedient dabei den erfolgskritischen Zusammenhang eines Unternehmens und ist dabei wenig konkret. Also zum Beispiel die Wahl des Standorts, das Etablieren kostengünstiger Distributionsnetze sowie die Wahl von der Marketingstrategie. Zu den taktischen, also mittelfristigen Aufgabenfeld gehört unter anderem das Definieren des Serviceniveaus, die Entscheidung, ob die Distribution durch eigenen oder Fremdtransport erfolgt, das Festlegen der Größe des eigenen Fuhrparks sowie die Bestimmung der Mindestabnahmemengen. In den operativen Aufgabenbereich fällt im Grunde das Tagesgeschäft. Dazu gehören schließlich die Auftrags- und Bestellabwicklung, die Kommissionierung, das Verpacken und Versenden von Produkten sowie die Tourenplanung des eigenen Fuhrparks. Die Ziele, die durch die Distributionslogistik sichergestellt werden sollen, sind zum einen eine hohe Verfügbarkeit zu garantieren
sodass das Produkt vom Kunden schnellstmöglich und bequem erlangt werden kann. Diese Bequemlichkeit und Flexibilität soll beispielsweise durch die Automatisierung in der Distributionslogistik revolutioniert werden. Dazu dann mehr in meiner Forschungsfrage. Des Weiteren sollen die Kosten auf das Mindeste begrenzt werden. Also sollen halt bei den Transportkosten eingespart werden, sofern das möglich ist, so dass die Gewinnspanne ausgedehnt wird, zum Beispiel. Und natürlich die größtmögliche Einflussnahme der Vermarktung des eigenen Produkts gehört natürlich auch zum wesentlichen Ziel dazu. Dann mache ich jetzt einmal mit den Verkehrssystemen weiter, die sich nachher auch in meiner Fragestellung widerspiegeln. Diese werden nach Pol in ein Organigramm unterteilt, das sich einmal in den Personenverkehrssysteme unterteilt, Güterverkehrssysteme und Nachrichtenverkehrssysteme. Wir fokussieren uns dabei auf Güterverkehrssysteme, die wiederum auch in drei Unterverkehrssysteme untergliedert werden. Zum einen den Landverkehr, welcher als Straßengüterverkehr, Schienengüterverkehr oder Rohrleitungsverkehr stattfindet. Straßengüterverkehr sind hauptsächlich LKW oder Post oder andere Transportautos, die auf der Straße verkehren. Der Schienengüterverkehr ist der Verkehr, der über die Schiene abgewickelt wird, über das Bahnnetz und Bahntrassen. Auf diesen werde ich dann auch nochmal in meiner Forschungsfrage eingehen, allerdings spezifisch auf das Straßenbahnnetz und Rohrleitungsverkehr. Darunter verstehen sich Transportmöglichkeiten für Öl über Pipelines oder derweiliges. Der Luftverkehr wird in Luftfrachtverkehr unterteilt und der Wasserverkehr einmal in die Binnenschifffahrt, also die Schiffe, die Steinkohle oder Kies, Sand im innerdeutschen Raum auf Kanälen oder Flüssen transportieren, und einmal den Seeverkehr, auf dem Containerschiffe mit den, wie schon anfangs erwähnt, 1000-Foot-Äquivalent verkehren und Güter auf hoher See transportieren. Um die Entscheidung der richtigen Verkehrssysteme noch einmal zu verdeutlichen, habe ich mich dazu entschieden, zwei Grafiken zu verwenden. Einmal eine Entscheidung zu den Transportmitteln, die einmal die Kosten und das jeweilige Transportmittel widerspiegelt. Dem ist zu entnehmen, dass die Gesamtkosten, wenn diese niedrig gehalten werden sollen, der Transport über die Straße stattfinden sollte. Wenn die Lagerkosten gering gehalten werden sollten, dann ist der Luftverkehr zu bevorzugen und die Schiene ist zu bevorzugen, wenn die Transportkosten gering zu halten sind. Dann noch einmal eine Tabelle vom Statistischen Bundesamt, wie sich der Güterverkehr im Jahr 2017 auf die beförderten Güter und die Beförderungsleistung je Milliardentonnen und Milliardentonnenkilometer aufteilt. Dem ist zu entnehmen, dass der Straßenverkehr fast 80% des Güterverkehrs abdeckt. Dann folgt der Eisenbahnverkehr, der Seeverkehr hat eine geringere Zahl und teilt sich sozusagen mit Binnenschifffahrt auf. Und zum Schluss nochmal der Rohrleitungsverkehr und Luftverkehr, der nur einen geringen Prozentteil am Verkehr im gesamten Teil hat. Ich komme jetzt zu den Entsorgungssystemen. Die Aufgabe der Entsorgungssysteme besteht darin, die Entstehung von Abfällen bestenfalls zu vermeiden und im Falle, dass sie doch entstehen, richtig zu handhaben. So sind bei der Entwicklung von Entsorgungsstrategien folgende Punkte zu beachten. Der gesetzliche Anspruch muss erfüllt werden, so wie die Kosten und Erträge sollen sich im Rahmen des Möglichen einpendeln, so wie der Umweltschutz und der Gesundheitsschutz im Unternehmen, also dass die Arbeiter da keine Schäden von tragen zum Beispiel, so wie die Auswirkungen auf das Unternehmensimage.
Grundsätzlich gilt der Satz Vermeidung vor Reduzierung, vor Verwendung, vor Verwertung, vor Beseitigung. Ich erläutere euch mal ganz kurz, was damit gemeint ist. Am besten ist natürlich die Vermeidung. Da soll halt auf die Entstehung von Abfällen verzichtet werden. Das heißt, dass Transportverpackungen zum Beispiel komplett wegfallen, wenn das möglich ist. Bei der Reduzierung geht es darum, dass ressourcenschonende Alternativen zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel, dass man eher einen schadstoffarmen LKW belädt. Bei der Verwendung wiederum geht es darum, die Verpackung zum Beispiel mehrfach zu gebrauchen, heißt zum Beispiel Paletten zu benutzen oder Mehrwegflaschen. Bei der Verwertung geht es hauptsächlich um das Recyceln von zum Beispiel Altglas oder Altpapier. Und die Beseitigung heißt letztendlich, dass man sich des Abfalls entledigt in Form von Deponierung, Verbrennung oder Kompostierung. Dann noch einmal eine Erläuterung der Verpackungssysteme. Diese haben die Aufgabe, bei Transport-, Umschlag- und Lagerprozessen zu schützen und das Gut ohne qualitative Beeinträchtigungen zum Endkunden zu bringen. Dabei gilt es natürlich treu der Devise, die geeignete Verpackung zu finden und, wenn möglich, Ladeeinheiten zu bilden. Durch die Bildung von Ladeeinheiten können Transportkapazitäten eingespart werden und eine smarte Lagerung kann dann auch zu kostensparenden Maßnahmen führen. Die Frage der Verpackung wird aufgrund verschiedener Merkmale gelöst. Zum einen, ob es sich um ein Gefahrengut handelt, bei dem die Mitarbeiter oder auch die Umwelt zu schützen ist. Dazu wäre ein Beispiel die Castortransporte, bei denen zum einen die Mitarbeiter geschützt werden müssen, die mit diesen hantieren, aber natürlich auch die Umwelt, damit die Castoren sicher sind und das Innengut nicht an die Umwelt gelangt. Dann sollen Lager- und Transportvorgänge vereinfacht werden. Dazu soll dann eine einheitliche, stapelbare, förderfähige Einheit gebildet werden. Dazu lässt sich das Beispiel von IKEA anbringen, die ihre Teelichter erst lose transportiert haben und dann sich dazu entschieden haben, diese in eine gestapelte Einheit zu verpacken und dadurch circa ein Drittel des Transportvolumens einsparen konnten und somit heute mehr Transportkapazitäten zur Verfügung haben durch die Wahl der stapelfähigen Einheit. Zuletzt der Einzelhandel soll die Verpackung für den Einzelhandel ansprechend sein, dazu eine verkaufsfördernde Verpackung haben. Hier lässt sich ein Beispiel zum Etikettieren des Weines erwähnen. Bei diesem werden 80% des Weines nur aufgrund des Etikettes gekauft. Daran wird deutlich, dass das Etikett beim Wein eine hohe Relevanz hat. Rechts ist nochmal eine Bild abgebildet von der Memo-Box, die vom Memo-Live-Versand kommt. Dieser bietet Bürozubehör an. Dort kann man dann seine gewünschten Güter via Online-Shop bestellen und kriegt die Ware in so einer wiederverwertbaren Box geliefert. Nach dem Erhalt der Ware kann man die Box einfach zurückschicken und diese fungiert wie ein Pfandsystem und es entsteht kein unnötiger Verpackungsmüll. Kommen wir nun zu meiner Forschungsfrage. Wie setzt Amazon die Automatisierung in der Distributionslogistik um? Also, viele große Unternehmen haben sich aktuell zur Aufgabe gemacht, in Sachen Distribution fortschrittlicher zu werden. So investieren zum Beispiel Amazon, Hermes oder die Post in verschiedenste Entwürfe, um die Distributionslogistik zu automatisieren und damit zu revolutionieren.
Und zwar macht Amazon das zum Beispiel so, Anfang 2019 läuft die Testphase des Amazon Scout-Roboters in Washington und übernimmt in Begleitung eines Boten die Zustellung von Paketen. Hierbei kommen 6 Roboter zum Einsatz und sind von Montag bis Freitag bei Tageslicht unterwegs. Die Roboter ähneln dabei einer Kühlbox auf 6 Rädern, die mit mehreren Kameras ausgestattet sind und somit die Umwelt erfassen können und Menschen, Tieren oder Hindernissen aus dem Weg umfahren können. Er kann sogar den Bordstein erklimmen. Der Roboter bewegt sich in Schrittgeschwindigkeit, was vielleicht auch relevant ist, um die Ziele dann gleich nochmal zu benennen. Und der Roboter sorgt dafür, das Paket bis an die Tür des Kunden zu bringen. Der Kunde wiederum öffnet den Roboter mit einer App. Und zwar wird da ein Code zugeschickt und den muss man dann eingeben und dann wird der Roboter, wie gesagt, geöffnet. Die Ziele dessen sind tatsächlich in dem Fall bei Amazon unabhängig von externen Paketdienstleistern zu werden, die Arbeitskräfte körperlich zu entlasten, sie nicht zu ersetzen. Das wäre auch gar nicht möglich, denkt man daran, dass diverse Roboter aus dem vom Amazon-Gelände ausschwärmen würden sie bei Schrittgeschwindigkeit ja lange nicht ankommen. Daimler aber zum Beispiel hat gerade ein Fahrzeug für Roboter entwickelt, wo das Fahrzeug halt abgestellt wird oder bei dem das Fahrzeug abgestellt wird und die Roboter von da aus ausschwärmen können. Gedacht ist es eigentlich so, dass die Roboter an Paketstationen bestückt werden und die bei Kundenbedarf ausschwärmen, heißt, die Roboter sind zeitlich flexibler. So kann der Kunde via App Bescheid sagen, dass er aktuell zu Hause ist und das Paket kann innerhalb von 30 Minuten vom Roboter geliefert werden. Es dient natürlich auch zur Steigerung der Effizienz in der Logistik in Sachen letzte Meile. Komme ich jetzt nochmal spezifisch zu Amazon. Als ich das Thema gewählt habe, dachte ich, dass Amazon da einer der Vorreiter ist. Das ist allerdings nicht so. Hermes hat schon vor 6 Jahren seinen Testpiloten gehabt und hat seine ersten Roboter ausschwärmen lassen. Mittlerweile kommen sie tatsächlich auch zum Gebrauch, wohingegen Amazon gerade noch in der Testphase ist. Das hat einfach damit zu tun, dass sie ganz lange oder seit 2013 an einer Zustelldrohne gearbeitet haben, die aber durch die Luftaufsichtsbehörde nicht zugelassen worden sind. Dann mache ich weiter mit meiner Fragestellung. Wie wird die City-Logistik via Straßenbahnnetz zur Lösung des Letzte-Meile-Problems? Dazu erstmal eine kurze Definition zur City-Logistik. Darunter versteht sich die effiziente Güterversorgung der Städte und Innenstädte und eine allgemeine Bündelung von Güterstrom. Die letzte Meile allgemein ist der Transport des Gutes vom letzten Distributionsstandort zum Kunden. Stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es zu dem Problem? Heute gibt es viele Metropolregionen, in denen ein Großteil des BIPs erwirtschaftet wird. Dadurch kommt es auch dort zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und die Städte werden verdichtet. Denkt man nur mal an große Städte wie Berlin. Dort ist es gar nicht so einfach, ohne einen Stau von A nach B zu kommen. Unten ist nochmal eine kleine Visualisierung des Prozesses dargestellt, das verdeutlichen soll, wie der Prozess abläuft. Das Paket kommt zum Güterbahnhof, wird dort auf die Bahn verfrachtet und zum Zielstandort kommt es dann in die jeweilige Fabrik.
anhand des jetzt aufploppenden Schaubildes soll noch einmal grob das Verständnis für den Verkehr dargestellt werden. Es gibt Umschlagdepots und Haltestellen. An den Haltestellen wird dann der volle Trolley gegen einen leeren Trolley ausgetauscht und zur nächsten Schnittstelle gebracht. Dort werden die Pakete mit anderen Linien ausgetauscht und an der Endhaltestation dann wieder mit der Trolley-Basisstation ausgetauscht. Also grundsätzlich hat man halt ein Trolley oder Paket, was durchgehend läuft, und dieses wird dann durch ein volles ausgetauscht und hat halt immer Bestand in der Straßenbahn. Die Vorteile von der City-Logistik sind die Entlastung der Straße, man kann Just-in-Time-Lieferungen ermöglichen, die Emissionen werden reduziert, das Unternehmen kann ein positives Umweltimage generieren, es werden Störungen vermieden und die Lagerflächen werden minimiert, indem man halt genau planen kann, wann die Güter ankommen. Durch die City-Logistik ist ein weiterer Umschlag vom LKW nötig. Das führt zu einer Steigerung der Betriebskosten und die Routenplanung ist durch das festgelegte Schienennetz etwas eingeschränkt. Jetzt nochmal ein kurzes Beispiel von der Cargo Tram in Dresden, wo diese City-Logistik über das Straßenbahnnetz umgesetzt wurde. Bei dieser handelt es sich um eine 60 Meter lange Straßenbahn, die 60 Tonnen transportieren kann. Sie fährt eine Strecke von 5 Kilometern in 15 Minuten und es verkehren zwei Züge im 40-Minuten-Takt zum Werk. Bei dem Werk handelt es sich um das VW-Werk in Dresden, die gläserne Manufaktur, in der heute der E-Golf hergestellt wurde und vorher der Phaeton. Die Beladung erfolgt über Bandförderer und der Verkehr läuft als Kreislaufverkehr ab. Vorteil bei dieser Art, dass die Entsorgung dann auch eingegliedert werden kann und man nur das System für die Belieferung und Entsorgung des Werkes hat. Zum Schluss nochmal ein kurzer Ausblick und ein Schluss. Ja, und zwar kann man sagen, dass die Roboter in Zukunft für mehr Unabhängigkeit sorgen und zur Entlastung dienen werden. Allerdings steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen, weil zum Beispiel bei Amazon die Roboter noch von Mitarbeitern begleitet werden. Und das heißt, es muss noch viel an der Entwicklung gemacht werden, wenn zum Beispiel Baustellen an der Stelle sind und die noch nicht erfasst haben. Also unabhängig von den Mitarbeitern kann noch nicht gehandelt werden. Deswegen wird es noch ein Weilchen dauern. Aber der Einsatz von Robotern ist meiner Meinung nach garantiert. Dann zu meiner Fragestellung mit der City-Logistik. Das Straßenbahnnetz bietet ein großes Potenzial, diese umzusetzen. Es ist eine nachhaltige Logistiklösung, welche auch dadurch unterstützt wird, dass sie zu einer Entlastung des innerstädtischen Verkehrs kommt und somit eine Lösung, die auf keinen Fall zu unterschätzen wird und auch der in Zukunft wahrscheinlich auch weiterhin mehr Relevanz zukommen wird. Dann einmal ein allgemeiner Schluss zu unserer Präsentation. Wir haben ein grundlegendes Verständnis der verschiedenen Stationen der Güter im Logistiksystem dargestellt, haben gezeigt, dass die verschiedenen Systeme alle durch eine Abhängigkeit bedingt sind und voneinander abhängig sind und auch teilweise aufeinander aufbauen und dass Lösungsansätze wie die City-Logistik zunehmend eine Rolle in der Logistikwelt von heute spielen. Dann haben wir hier noch einmal kurz einen Überblick über die verwendeten Quellen, aufgrund derer unser Wissen basiert. Wir möchten uns gerne herzlich bei euch bedanken für das Inanspruchnehmen dieses kleinen Lernvideos und für Rückfragen. Zögert nicht und kontaktiert uns gerne. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, eure Carla und euer Max.